Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Die liebe Coco vom Kanal Kleinstadt Coco und ich haben uns was ziemlich Cooles überlegt. Und zwar haben wir uns gegenseitig 10 Aufgaben gestellt, die wir in der Drogerie kaufen bzw. erledigen müssen. Und diesen DM-Haul, den ihr jetzt gleich im Anschluss sehen werdet, könnt ihr auch gewinnen. Natürlich nicht nur meinen, sondern auch den DM-Haul von Coco. Ich habe ihr nämlich auch super coole Aufgaben gestellt und da müsst ihr natürlich auch vorbeischauen, um doppelte Gewinnchance zu haben. Ihr Video findet ihr in der Infobox und auch noch mal am Ende verlinkt und ich würde sagen, ich starte jetzt. Die erste Frage war, kaufe etwas, worauf du in deiner Jugend nicht verzichten konntest und da musste ich eigentlich gar nicht lang nachdenken. Ich konnte in meiner Jugend auf keinen Fall auf Eyeliner verzichten. Man glaubt es vielleicht kaum, weil ich ja jetzt, wie ihr mich kennt, nie Eyeliner trage, außer bei Fake Lashes, aber damals war das für mich ein absolutes Muss und ich habe tatsächlich immer den von Manhattan hier verwendet und den habe ich auch gekauft. Ich hatte einen so dicken Eyelinerstrich auf dem Auge, also wirklich so wie Amy Winehouse schon fast und ja. Deswegen unbedingt dieser Eyeliner von Manhattan. Die nächste Frage. Kaufe etwas, womit du mir eine Riesenfreude machen würdest. Wie gut kennst du mich? Und ja, liebe Coco, der Pure Nude Highlighter von Essence gibt es ja leider nicht mehr. Aber ich dachte mir, eine Coco gibt es nicht ohne Highlighter. Und deshalb habe ich hier diese Strobe of Genius Palette von NYX gekauft. Mit ganz, ganz, ganz vielen genialen Highlightern. Und ich weiß, dass du die magst. Deswegen dachte ich, damit würde ich dir bestimmt eine ganz große Freude machen. Und ich selber liebe diese Palette auch wahnsinnig. Die hast sogar du mir empfohlen, ja, als du bei uns warst. Und ja, auf jeden Fall diese schöne Highlighter-Palette hier. Kaufe das schönste Verpackungsprodukt, was du finden kannst. Es gibt so viele schöne Verpackungen in der Drogerie und vor allem finde ich im Bereich Shampoo und Bodylotion. Aber ich bin immer wieder an einem Produkt vorbeigegangen, was ich wirklich besonders schön fand. Und das war dieses Trockenshampoo hier. Ich finde es optisch mega geil. Mit dem grünen Deckel, mit diesen Pastell-Lila-Pink-Tönen. Finde ich einfach richtig hübsch und dachte mir, das ist das schönste Verpackungsprodukt für mich. Das ist von Colab Dry Shampoo Tropical. Okay, kenne ich an sich eigentlich auch noch gar nicht, aber Trockenshampoo ist ja an sich nicht schlecht und das fand ich am schönsten. Kaufe ein Produkt, was für dich unentbehrlich ist. Und was ist für mich unentbehrlich? Meine absolute Lieblingsmascara von Maybelline. Das ist die Colossal Volume Express Mascara und die verwende ich schon immer eigentlich, wirklich schon immer. Und da musste ich auch gar nicht lange überlegen und deswegen ist die sofort in meinen Einkaufswagen gelandet und ich liebe diese Wimperntusche. Kaufe ein Produkt, das du niemals wieder nachkaufen würdest. Und da ist es mir schon schwer gefallen, weil es gibt natürlich so einige Produkte, mit denen man nicht zufrieden war. Aber ein Produkt hat es mir ganz besonders angetan und das ist ein Shampoo. Tatsächlich ein Shampoo von Garnier Fructis und zwar dieses Oil Repair 3 Shampoo. Genau, dieses hier, das hier. Ich habe es ungefähr gerade mal so leer gemacht und mir ist aufgefallen, dass ich wirklich, wenn ich dieses Shampoo verwendet habe, einen Tag später meine Haare wieder waschen müsste, weil die so nachgefettet haben. Das habe ich noch nie gehabt bei einem Shampoo. Und normalerweise reicht es bei mir, wenn ich wirklich alle 3 Tage meine Haare wasche oder alle 4 Tage. Aber mit dem hier hatte ich wirklich das Gefühl, ich muss mir jeden Tag sofort wieder die Haare waschen, weil die so eklig nachgefettet haben. Und es war ein ganz ungutes Gefühl auf der Kopfhaut. Das geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf, deswegen würde ich mir das hier nie wieder nachkaufen. Kaufe ein Produkt, auf dem rosa Blümchen sind und da ist mir sofort hier Happy Spring von Bilou eingefallen. Ich liebe Bilou, wisst ihr ja schon von mir und Happy Spring riecht auch mega lecker. Und ja, rosane Blümchen. Kaufe den teuersten Lippenstift, den du finden kannst. Danke dafür, Coco. Aber da bin ich direkt zu L'Oreal gehuscht, denn da weiß ich, dass die Lippenstifte nicht ganz günstig sind. Ich habe zwar auch noch mal bei NYX geguckt, aber bei L'Oreal waren sie doch am teuersten. Und dieser hier, ich glaube, das ist so eine Art Liquid Lipstick, der hat es wirklich auf den Thron geschafft. Der hat über 10 Euro gekostet. Und da stand auf jeden Fall 2-in-1 Lippenstift. Da ist ein Lippenstift, der matt antrocknet und danach noch ein Balsam. Und ich dachte mir, in diesem schönen Rot, ich glaube, der Ton steht jedem und deswegen dachte ich, schnappe ich mir diese Farbe und habe einfach mal den teuersten Lippenstift aus der Drogerie gekauft. Bei der Frage, kaufe das günstigste Produkt, das du im ganzen DM finden kannst, da habe ich mir den Schädel zerbrochen, ich sag's euch. Ich habe zuerst bei Essence geguckt, doch dann ist mir eingefallen, schau doch mal in der Putzabteilung, aber da gab es auch nicht das allergünstigste. Bis ich bei diesen Mini-Aufstellern vorbeigelaufen bin und dann habe ich das hier gefunden. Das hier kostet nur 35 Cent, Leute. Und das ist ein Haargel für Frauen. Also auf jeden Fall ist eine Frau drauf abgebildet. Powerflex, 24 Stunden flexible Halt und kein Verkleben. Falls ich jetzt doch nicht
das Allergünstigste gekauft habe, dann schreibt ihr mir doch gerne mal in die Kommentare, welches das Günstigste ist. Aber 35 Cent ist ja wirklich echt günstig und deswegen dachte ich, ja, das hier. Kaufe etwas, was jede Generation gebrauchen kann, also von Baby bis Oma. Und ihr Lieben, nehmt euch mal hier eine Minute, stoppt hier mal das Video und überlegt, was braucht denn jede Generation von Baby bis Oma? Ich fand's voll schwer. Ich habe wirklich überlegt, von Servietten bis Lippenpflege, weiß ich nicht was alles. Und dann dachte ich, nee, Sonnencreme. Sonnencreme braucht doch wirklich jeder. Ein Baby und auch eine Oma und auch eine Uroma. Die brauchen alle, wenn sie rausgehen und es ist Sommer, eine Sonnencreme. Deswegen habe ich die hier mitgenommen. Kaufe ein Duschgel, das nach Erdbeere riecht. Und dann stand ich da vor diesem Regal und dachte mir so, da ist nichts, da ist gar nichts. Da war so eine Mischung, so Strawberry Cake von Balea. Das kennt ihr bestimmt, dieser Duschschaum. Dann habe ich schon fast aufgegeben und wollte dieses Strawberry Cake nehmen, weil ich nichts gefunden habe. Bis mir tatsächlich das hier von Palmolive in die Hände gerutscht ist. Das ist tatsächlich ein Strawberry Duschgel. Und ich kann euch nur eines sagen. Oh Leute, wer Erdbeere liebt, der wird das auch lieben. Das riecht so gut und nach frischen Erdbeeren richtig, richtig lecker. Eine Bodycreme-Dusche und ja, wenn das mal nicht nach Erdbeere riecht, dann weiß ich auch nicht. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen, weil das mal nicht so ein, was kaufe ich jetzt im DM war, sondern so, man hatte seine Aufgaben, die man erledigen musste und es war mal ganz cool, so sich wirklich Gedanken über den Drogerie-Einkauf zu machen. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei der Coco vorbei und seid gespannt, was ich hier so für Aufgaben gestellt habe. Und wie am Anfang schon angekündigt, könnt ihr diesen ganzen DM-Haul gewinnen und das Einzige, was ihr hierfür tun müsst, ist natürlich Abonnent meines Kanals sein, dem Video einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben, auf welches Produkt ihr gar nicht mehr verzichten könnt aus dem DM. Das würde mich super doll interessieren. Und wenn ihr die drei Sachen erledigt habt, dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Aber mehr Informationen findet ihr hierfür natürlich nochmal in der Infobox. Hier kommt ihr auch direkt zu Kokos Video. Da müsst ihr jetzt auch noch gleich vorbeischauen und meine liebe Lieblings-Koko abonnieren. Und hier könnt ihr auch mich abonnieren auf YouTube. Das würde mich auch sehr freuen. Und hier kommt ihr natürlich auch zu meinen Social-Media-Kanälen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Tschüss!